Hören. Teil 1. Sie hören 4 Ansagen. Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung, A, B oder C, passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 1 bis 4 auf dem Antwortbogen. Beispiel. Herzlich willkommen bei unserer Kundenhotline. Dieser Anruf ist für Sie kostenfrei. Wenn Sie mit unserem automatischen Bestellservice verbunden werden möchten, drücken Sie bitte die Taste 1. Für das Fax-Abrufcenter drücken Sie bitte die Taste 2. Betätigen Sie die Taste 3, wenn Sie mit einem Mitarbeiter sprechen möchten. Mit der 0 gehen Sie zurück. Nummer 1. Guten Tag, Herr Rossi. Hier spricht Irene Walter von der Sprachschule. Sie sind ja auf der Warteliste für den Englischkurs für Anfänger. Nun kann einer der Teilnehmer nicht kommen. Deshalb könnten Sie am nächsten Montag mit dem Kurs beginnen. Bitte sagen Sie uns morgen Bescheid, ob Sie den Kurs machen möchten. Sonst geben wir den Platz jemand anderem. Unsere Telefonnummer ist 47 48 19. Vielen Dank. Nummer 2. Guten Tag, Frau Tulipano. Hier Carlos Beck. Frau Tulipano, Sie haben für Ende Mai den Mietvertrag für Ihre Wohnung gekündigt. Ich möchte nächste Woche einem Kunden die Wohnung zeigen. Könnten Sie mir bitte sagen, wann wir kommen dürfen? Für den Kunden passt nachmittags am besten. Rufen Sie mich doch bitte an. Sie erreichen mich immer am Vormittag. Vielen Dank und auf Wiederhören. Nummer 3. Guten Tag, Fürsthofer Grundschule, Tosun am Apparat. Frau Jensen, Ihre Tochter Hanna ist nun schulpflichtig. Der Zeitraum für die Anmeldungen war vom 5. bis zum 16. August. Leider haben Sie Ihre Tochter nicht angemeldet. Sie bekommen in den nächsten Tagen von uns ein Schreiben mit einem neuen Termin. Bitte kommen Sie unbedingt zu diesem Termin in die Schule und bringen Sie Ihren Personalausweis und die Geburtsurkunde Ihrer Tochter mit. Vielen Dank. Nummer 4. Guten Tag. Sie hören den Anrufbeantworter der Marek Digital GmbH. Wir haben vom 8. bis 16. August Betriebsferien. Wenn Sie ein dringendes technisches Problem haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an unseren Hilfsdienst hilfe@marekdigital.net. Unsere Techniker melden sich dann bei Ihnen. Bitte kontaktieren Sie unseren Hilfsdienst nur in wirklich dringenden Fällen. Ab dem 17. August nehmen wir dann auch wieder Ihre telefonischen Anfragen entgegen. Auf Wiederhören!